Servus! Ja, du bayerischer Judikator da draußen, vom PC in die Laptop und TV, wir spielen Elex. Schön, dass du auch wieder bei dieser Aufnahme-Session dabei sein möchtest. Vorab, ich habe geplant, jetzt hat Folge 111 und 112 30 Minuten lang zu machen. Ob ich noch einen dritten Part so lang mache, weiß ich jetzt noch nicht. Letztes Mal haben wir es geschafft, im Hort so weit voranzukommen, bei den Klerikern aufgenommen zu werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir werden ab jetzt Kleriker oder Outlaw. Und jetzt möchte ich nochmal die lieben Berserker überzeugen. Dazu werde ich mit Kaya dahin reisen. Ich habe mir mal das Offscreen mal angeguckt und ja, schauen wir mal, ob wir sie überzeugen können, beziehungsweise noch. Gut, da habe ich mir das mal angeguckt. Das sind diese Chimären, die hier wären. Die mache ich mal bei Zeiten. Wir wollen erst einmal Mikaya vor den Toren von Goliath. Das müsste ihr vertraut sein. Vielleicht sagt sie noch ein bisschen was dazu. Und wir haben noch eine Sache offen. Das mit Stomson. Und Angrim möchte ja seinen Tod haben. Das haben wir ja nicht gemacht. Und wir werden Angrim das sagen. Und ich bin dann mal gespannt, wie auch Kaya reagieren wird darüber. Ja, schauen wir mal. Ich zoome mich mal kurz ein bisschen raus. Sehr schön. Das ist ein bisschen komisch. Hier begegnen wir niemandem, den ich kenne. Ich habe jetzt echt keine Lust auf unnötige Unterhaltung. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie reagieren wird, ja. Auf der anderen Seite ist es komisch. Ich glaube, es ist so gewollt, dass der Beitritt zu den Berserkern nicht so leicht ist. Weil ich habe ja so viel richtig gemacht und Ragnar zeigt mir ja nur das auf, was ich nicht geschafft habe, so eher. Und ich habe ja Corinne geholfen mit den Maschinenteilen. Darum verstehe ich das nicht, dass diese Aufgabe eigentlich nicht wirklich richtig erfüllt worden ist. Und das ist doof. Na gut, das mit dem Schwertdiebstahl, das hätte auch nicht sein müssen, aber so ist das Leben eben. Also gut, wir werden mal versuchen, hier rein Tisch zu machen. Wir haben letztes Mal Harkon getötet. Das war vielleicht jetzt auch nicht so gut. Ja, wie gesagt, ich habe mir das mal schon mal angeguckt. Und wir kriegen besondere Missionen noch, um nochmal eine zweite Chance zu bekommen. Aber wie gesagt, ich verstehe es immer noch nicht, dass wir so gar nicht beliebt sind hier. Wir waren eigentlich sehr, sehr fleißig. Und wir haben die Berichte abgeliefert bei Ragnar. Und das ist dem auch total wurscht. Naja, so ist das Leben. Schauen wir mal, ob wir da wieder was Neues machen können, mit Sicherheit. 7. Da fehlt noch was, da fehlt noch was, da fehlt noch was, da fehlt noch was. Was alles noch fehlt, war? Ich habe gar nicht nachgeguckt, was, aber komm, komm. Es ist heute Mittwoch, gestern habe ich auch aufgenommen, aber ich habe einfach Lust, jetzt voranzukommen. Sind ja eh schon wieder 4 Minuten weg. Vom Leben, von eurem Leben sogar. Wie böse ich bin. Ach, Angrim ist ja ganz woanders. Da wollte ich doch zuerst hin. Hui! Schauen wir mal. Vielleicht hilft uns Kaya ein bisschen. Weil wir haben ja Stomson geholfen. Den Schwächeren. Er wollte einfach nur seinen Toten, nur weil er Waffen der Alps oder der Kleriker haben wollte. Naja, wenn er sich halt mehr für die interessiert, Mensch. Also ist diese Mission auch gescheitert. Ich glaube, der reißt mir jetzt den Kopf weg. Aber das erlaube ich natürlich nicht, aber er wird es wahrscheinlich tun. So. Das sage ich jetzt. Stormson ist bei den Klerikern untergekommen. Und wenn er sich in Xakor verkrochen hätte, mein Arm reicht weit. Ich hoffe, du hast ihn das wissen lassen. Nein. Ich bin nicht eine Marionette. Du besitzt also die Frechheit, dich offen gegen meine Entscheidung zu stellen. Dein uneinsichtiges Verhalten wird Konsequenzen nach sich ziehen. Ragnar wird davon erfahren. Geh mir aus den Augen.
Genau. Wegen des Klerikers, da möchte ich mal gucken. Wegen des Klerikers. Ich soll wahrscheinlich ihn töten. Das wäre noch ein Punkt. Ich weiß nur bloß nicht, ob ich vielleicht sagen kann, hau ab. Übertrage mir diese Angelegenheit. Du willst mich wohl auf den Arm nehmen. Warum solltest ausgerechnet du das schaffen, woran sich der halbe Eisenclan die Zähne ausgebissen hat? Weil ich weiß, wen du suchst. Bist du dir sicher? Falsche Anschuldigungen sind eine schwere Sache. Ganz sicher. Ich bin hier bereits einem Kleriker begegnet. Dann hat sich diese Ratte hier lang genug eingenistet. Ich will ihn tot sehen. Und du wirst das unverzüglich erledigen. Das ist der Punkt. Das wollte ich vielleicht noch machen. Das wären die einzigen zwei Sachen noch. Also ich hab's ja hier so verschissen, wie noch einmal was. Darum habe ich mir gedacht, ich nehme die Mission mal an, du. Und ja, so ist das Leben. Ich werde ihn einfach mal fragen. Vielleicht kann ich ihn hier raushelfen. Ich will ihn ja nicht töten, weil das wird wahrscheinlich auch Konsequenzen haben für die Clarys. Weiß ich nicht. Der chillt sich hier einen weg, ne? So. Die ist brav. Kommt hinterher. Gut. Naja, ich hab's halt nicht gemacht. Ich habe mich für die Schwächeren eingesetzt. Aber Kai hat dazu gar nichts gesagt. Das finde ich jetzt auch beschissen. Naja. Angrim hat es auf deinen Kopf abgesehen. Das ist nicht gut. Er verurteilt jemanden zum Tode, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber ich werde ihm zuvorkommen. Hilf mir herauszukommen. Ich brauche sicheres Geleit, um aus Edan zu verschwinden. Wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Geh zu Rika, Ragnars Frau. Wenn einer halbwegs vernünftig ist, dann sie. Warum sollte sie dir helfen? Weil sie unnötiges Blutvergießen gerne vermeidet. Und jetzt beeil dich, mir ist schon ganz unwohl. Ich packe derweil alles Nötige, um schnell aufbrechen zu können. Ja, wir sind Clary. Wir sind sowieso Clary. Ich möchte nur bloß alles Clary machen. Oh Mann, das ist böse. Das ist so böse, Crony. Ja. Nicht schön, ne? Naja. Schauen wir mal, ob das überhaupt noch möglich ist. Ansonsten verabschieden wir uns von denen und werden sie als Feind wieder niedermähen. Man. Wie geht's euch? Der Spaß. Ich weiß, ich hätte auch anders machen können. Oje, oje. Ich habe mich für einen Schwacheren eingesetzt und deswegen kriege ich ein Popo voll. Ich finde dieses Haus, nicht wenn man es so nennen kann, hat mich schon immer fasziniert. Wirklich? Ich frage mich, wer es wohl gebaut hat. Die Familie, die hier gelebt hat, muss riesig gewesen sein, wenn sie so viele Zimmer gebraucht hat. Ich frage mich jetzt, wo sie nun steht. Da, also. Bertram braucht deine Hilfe. Bertram? Wer soll das sein? Ein Kleriker, der sich als Berserker verkleidet hat. Was hat er sich dabei gedacht? Weiß er denn nicht, dass das seinen sicheren Tod bedeutet? Und warum sollte ich ausgerechnet dir bei dieser Sache helfen? Die Sache mit den Waffen ist noch nicht vergessen. Willst du für seinen Tod verantwortlich sein? Gut, das ist natürlich auch nicht in meinem Sinn. Vor kurzem ist eine Karawane losgezogen, um einen Setzling in das unbekannte Land zu tragen. Ich werde dafür sorgen, dass er einem Trupp Nachzügler zugeteilt wird, die bald aufbrechen. Warte hier einen Augenblick. So, ich habe alles in die Wege geleitet. Die Männer sind unterwegs. Danke. Schon gut. Ich habe einfach ein zu weiches Herz. Geh jetzt besser. Hör auf damit! Ja, mit Technik. Ihr seid's doch auch so. Ich weiß, ihr mögt auch diese Technik. Die Mutprobe. Ach, nicht Tavar, Aidan. Genau, das Gesetz der Berserker, das ist das Einzige. Der reißt uns jetzt den Schädel weg. Aber wir versuchen jetzt einmal damit klar zu werden, zu kommen, falls das noch möglich ist.
was meine Unterstützung angeht. Wie mache ich mich? Deinetwegen sind gute Leute gestorben. Nur weiter so, wenn du das Vertrauen in dich schmälern willst. Angrims Test hast du bestanden. Das war gut. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Außerdem bist du ihm bei der Ernte zur Hand gegangen. Gute Arbeit. Jora meinte, dass du ihn nicht wie gefordert mit Maschinenteilen versorgt hast. Das hätte besser laufen müssen. Bei den Werkern am Schlund hast du wohl jemandem keinen Gefallen getan. Zumindest höre ich nicht nur Gutes von dort. Meine Frau weiß nicht, was sie von dir halten soll. Kein gutes Anzeichen. Man erzählt sich, du hättest einem Kleriker zur Flucht verholfen? Das ist nicht hinnehmbar. Allerdings war meine Frau daran wohl auch nicht ganz unbeteiligt. Die Sache mit Hakon vergessen wir am besten ganz schnell wieder. Du hast mir bei der Sache mit Irdor geholfen, das muss ich dir lassen. Einige meiner Männer behaupten, du hättest das Schwert von Erik Eisenfaust gestohlen. Sie können es zwar nicht beweisen, aber Fremden gegenüber sind sie stets misstrauisch. Der Mörder Stormson lebt, obwohl du damit beauftragt wurdest, ihm das Handwerk zu legen. Meine Männer vom Mana-Schrein sind zufriedengestellt. Ich nehme an, dass sie das Elex zurückhaben, ist dein Verdienst. Wenn ich das so zusammenfasse, hast du uns mehr Probleme bereitet als gelöst. Das ist echt? Meine Leute sind nicht gut auf dich zu sprechen. Einige fordern bereits, dass ich dich aus der Stadt verbannen sollte. Oder Schlimmeres. Aber... Ich rate dir, dass du deinen Namen wieder reinwäschst. Solange das nicht geschehen ist, ist es dir untersagt, in Goliath Handel zu treiben. Aber... Und nur für den Fall, dass du dich uns anschließen willst, Duras, vergiss das schnell wieder. Ich hab... Bevor ich nicht von deinen Absichten überzeugt bin, wird daraus nichts. Aber ich hab das doch geregelt und so... Okay. Wie kann ich euer Vertrauen zurückerlangen? Du wirst ein paar gewichtige Fürsprecher brauchen. Das Wort einiger Setzer reicht da nicht aus. Such die Warlords auf. Sie werden dir die richtigen Aufgaben stellen. Das ist alles? Sie auf deiner Seite zu wissen, ist schon eine ganze Menge. Es kann natürlich auch sein, dass sie dich auf der Stelle hinrichten, aber das Risiko wirst du wohl eingehen müssen. Gott sei Dank. Wie bekomme ich dein Vertrauen? Bring mir die Köpfe der anderen Gemeinschaften. Das sollte als Beweis genügen. Ist das dein Ernst? Da fangen deine Knie an zu zittern, was? Aber lassen wir den Unfug. Ich will, dass du den von dir angerichteten Schaden mit Elixid aufwiegst. Dann sollst du mein Vertrauen bekommen. 2000 Splitter. Ja. Das sollte reichen als Vertrauensbeweis. Zufrieden bin ich damit zwar nicht, aber es ist weitaus mehr als ein Setzer zum Leben hat. Gut, das soll mir reichen. Aber meine Stimme allein reicht nicht, dass das klar ist. Hast du das gehört, Kaya? Ich bin nicht willkommen. Ja, du machst auch so einen Scheiß. Ich merke schon, ich werde kein Berserker-Freund. Ach ja, naja dann. Cormac wäre ja auch einer der Dudes. Der mag mich nämlich, weil der ist nämlich recht cool. Wisst ihr, was der sagt, wenn ich damit spiele? Sowas hätte ich auch gerne. Genau, das ist der einzige Dude hier. Ich brauche deine Stimme. Du hast dich nicht ans Gesetz gehalten, nehme ich an. Kann man so sagen. Tja, schlecht für dich. Aber wenn es dir hilft, meine Stimme sollst du haben. Ich gehe eh davon aus, dass die anderen dir genug Steine in den Weg legen. Wen juckt es? Das ist scheißegal. Ich habe 2 Stimmen gegen einen. Angrim wird ins Reich der Schatten verbannt. Übrigens, der hat ja aber auch was auf dem Kerbholz. Ja. Der hat nämlich das damals angezettelt, dass der Hammerclan nichts mehr zu trinken bekommt. Ja. Das ist nämlich ein Popo. Deswegen. Wir müssen ihn töten wahrscheinlich. Ich hoffe, dass ich das kann. Ich kann das. Das ist aber natürlich nicht die feine englische Art, aber... Der hat ein cooles Schwert übrigens. Guck mal her, was das für ein Teil ist, ne? Wow. Sattelzemente. Ich mache mich schon mal bereit. Das wird was. Tja.
Was soll ich zuerst? Ich brauche dich als Fürsprecher. Du willst, dass ich dir mein Vertrauen ausspreche? Weißt du überhaupt, was du da verlangst? Es ist ebenso heilig wie unser Gesetz. Warum sollte ich das also tun? Ich habe mich deinen Taten-Test unterzogen. Ich habe mich deinen Test unterzogen, Worf. Ja, gut. Ich habe mich deinem Test unterzogen. Und du hast ihn bestanden. Das habe ich nicht vergessen. Dennoch hast du dich klar gegen die Regeln unserer Gemeinschaft gestellt. Und ich habe dich gewarnt, dass es Konsequenzen haben würde, wenn du so handelst. Aber ja. Ich mache dir einen Vorschlag. Ja? Ich gebe dir mein Wort und dafür schuldest du mir einen Gefallen. Irgendwann, vielleicht aber auch nie, werde ich ihn dann von dir einfordern. Oh, was wird das für ein Gefallen sein? Ich bin schon ein bisschen neugierig. Warum nicht? Machen wir doch. Abgemacht. Bin ja mal gespannt, was das für ein Gefallen sein soll und wird. Vielleicht muss ich jemanden umbringen. Das wird hart. Abgemacht. Gut. Vergiss das nicht. Du willst mich nicht zum Feind haben. Gegen den Kleriker sage ich schon gar nichts, okay? Das hat schon trotzdem gesessen, nicht? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Der Crowny. Was macht man nicht nur alles für Erfahrungspunkte? Die Kaya denkt sich auch, wo bin ich jetzt? Bin ich jetzt im Grünen? Nein, du bist mein Ehebettchen. Naja. Ach ja, ich hab's lustig. Was meine Unterstützung angeht. Ich habe die Zustimmung aller Warlords. Und du bist noch an einem Stück, das ist gut. Hiermit ist es dir wieder gestattet, in Goliath zu handeln. Wer sich gegen dieses Urteil stellt, soll von den Hämmern unserer Ahnen zerschmettert werden. Außerdem bist du damit einen großen Schritt weiter, dich unserer Gemeinschaft anzuschließen. Schließt du dich einer anderen an, erlischt mein Angebot. Was meine Unterstützung angeht. Ich frag ihn mal. Ich arbeite nicht umsonst. Das Angebot ging doch von dir aus. Ich helfe euch, weil ihr mich braucht. Dann behalt einfach die Splitter, die meine Leute dir geben. Und was ist mit dir? Ja, denkst du, mir sitzen die Splitter locker in der Tasche? Almosen gibt es bei mir nicht. Pack mit an und du wirst entlohnt. Vergiss nicht, dass ich deinen Setzern geholfen habe. Ach ja, da war ja was. Dann will ich mich nicht undankbar zeigen. Hier, nimm das und mach dich weiterhin nützlich. Ich will dich ja nicht in den Schlund werfen müssen. Okay. Also man kann sich es auch noch überlegen. Es ist ja so eine Hauptmission. Vintar war auch die Mutprobe. Mechanische Wächter. Und es ist ja auch wie in Tavar, in Ignadon. Zersetzende Kräfte. Aber man kann sich es immer noch überlegen, so viel ich weiß. So. Ich hoffe es. Aber zur Sicherheit mache ich nochmal was ganz Lustiges. Ich will ja nicht 3 Minuten warten müssen. Habe ich nochmal gespeichert. Ohne dass ich jetzt rausgehen muss. Ne? Der Crowny denkt sich irgendwas anders. So, also. Rein theoretisch würde ich jetzt sagen können, ich bin bereit. Ich bin bereit, den Berserkern beizutreten. Du hast also den Wert unseres Volkes erkannt. Dieser Schritt wird endgültig sein. Schlägst du dich einmal auf unsere Seite, gibt es kein Zurück mehr. Mach dir das also bewusst, bevor dein Blut diesen Pakt besiegelt. Ach so. Ich werde noch einmal darüber nachdenken. Gut, aber lass dir nicht allzu viel Zeit damit. Komm wieder zu mir, wenn du dir sicher bist. Da gibt's ja gar keine Erfahrungspunkte.
Die sind schon aber echt pingelig, sind die. So viel Probleme hatte ich mit Netflenders nicht. Na denn, hole ich mir die Erfahrungspunkte von hier nochmal ab. Und dann wollte ich gerne Missionen noch machen. Missionen meiner Gefährten, Missionen. Und dann möchte ich gerne das werden, was ich bin. 30 Minuten, wir haben jetzt 20 Minuten. Wir werden jetzt halt nochmal loslegen. Also, ab jetzt wäre es möglich, für alle drei Clans, Fraktionen beizutreten. Ich möchte Akolyt der Kleriker werden. Lass mal sehen. Die Sache mit Dietrich war gute Arbeit. Die Hintermänner des Elexhandels zu finden hatte oberste Priorität. Aber all das beiseite. Du hast bewiesen, dass du bereit bist, im Sinne Kalans zu handeln. Und wir sind dringend auf gute Männer angewiesen. Wenn du möchtest, werde ich dich zum Akolyt der Kleriker ernennen. Aber denke daran, dich Kalan zu widmen, ist eine endgültige Entscheidung. Bist du dir also sicher, dass du Kleriker werden willst? Ich denke noch einmal darüber nach. Wie du willst. Aber lass dir nicht allzu viel Zeit damit. Genau, derselbe Text. So, jetzt werden wir soweit. Jetzt muss man mal nochmal gucken, wegen den ganzen Sachen, den Aufträgen, Finger weg, Glaubensfrage, Nachbarschaftsstreit. Genau, das war das neue Quest. In Tavar waren wir sehr fleißig, da ist nicht mehr viel. Und jetzt wollte ich Gefährtenmission machen. Elektrotechnik für Volk. Das könnten wir jetzt halt machen, weil das, glaube ich, nicht so viele sind. Einmal hier. Wären wir ja sowieso. Dann einmal hier. Hier einmal hier oben. Die Ex-Batterie. Und einmal hier oben. 1, 2, 3, 4 Punkte sind das. Gut, das wollte ich jetzt eben machen. Mit ihm zusammen. Damit wir das mal weg haben. So ein bisschen. Und ich bin auch mal gespannt, weil der ist auch so komisch ein bisschen. Und ob er wirklich unser Freund ist, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, wir könnten uns jeder Fraktion jetzt anschließen und wir hätten ein großes Kapitel abgeschlossen. Brust, geschafft. Das ist das, was ich immer möchte. Folge 111, das ist sehr gut. Gut, nehmen wir ihn mal schnell noch mit. Komm mit. Ihr seid schon genug. Mehr würden dich nur behindern. Ich bleibe hier. Wie geht es dir? Ich brauche dich nicht mehr. Geh ins Lager. Wenn du willst. So, dann nehme ich ihn so mit. Mitkommen. Natürlich. So. Jetzt erledigen wir das eine hier noch mit dem Underrun. Ach so, das ist hier. Die Chimären waren doch hier, ne? Schauen wir mal. Geh mir erstmal hier hin. Und erledigen das ein bisschen. Ich bin immer gespannt, ob das jetzt einfach schwer wird. Wir werden sehen. Ich war mit dem jetzt auch noch nie unterwegs. So, das ist dann, glaube ich, diesen Weg. Scheint irgendwie zu sein. Da gab es noch jemanden, der hier saß. Der ist jetzt aber weg. Nein, der pinkelt hier runter. Warte mal, was? Ich brauche nichts. Und ich habe auch nichts.
Tu einfach so, als wäre ich überhaupt nicht da, okay? Gerade vorhin habe ich jetzt gedacht, der will hier runterspringen oder sowas. Man sollte vielleicht ihm Hilfe anbieten. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es nicht. So, müssen wir mal gucken, weil mehr angezeigt werden. Und das ist dann dieser Weg. Ja? Da ist Elex vorkommen, sehe ich gerade. So ein Riesentroll hier, guck mal. Sieh einer, guck. Sieh einer, mal guck. Da ist etwas ganz Großes, das lassen wir jetzt mal. Ist auch so ein Elex-Vorkommen. Ist doch genau gehört. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Ich höre auch diese Stimmen. Nicht nur Kaya. Ich auch. Diese Riesenbiester sind ja manchmal schlimm. Hier, das meine ich. Da hört man immer so Stimmen, so ein bisschen so dieses... Weiß nicht, was ich davon halten soll. Aber wir versuchen jetzt mal hier raufzukommen. So. Kannst du nicht... Er kann jetzt hier nicht raufklettern gerade. Nein. Oder hier vielleicht? Okay. Oh. Jetzt bin ich wieder hier, oder? Shit. Oder? Oh Mann. Müssen wir halt warten, bis das vor wieder aufgeladen ist. Ich habe, wie gesagt, noch nichts gesehen, dass es etwas gibt. Das ist doch so shit, ey. Meine Güte. So. Jetzt bitte, danke. Und hier auch nochmal rauf. Komm. Ja, danke. Das ist dieses Riesenviech da. Was ist da? Ah, das ist Lex. So. Muss ich mir erstmal das machen. Ich weiß ja nicht, wo ich hin muss. Ich will bloß diesem Monster entgehen. Weil dieses Monster ist halt einfach zu groß. Shit, ich krieg den hier nicht. Super. Nee, du nicht. Ich wollte den Slex. So. Jetzt stampft der hier rum, oder? Ja. So, wir müssen nochmal außen rum. Sind ja schon fast die 30 Minuten jetzt. Hm. Was macht man alles nur, um nicht an dieses Monster zu müssen? Ist da... vielleicht Lava? Ich weiß es nicht. Wir müssen mal gucken, wie wir da hinkommen einfach. So, hierauf. Sehr gut. Hier habe ich mal ganz kurz Elixit gesehen. Mana. Pures Mana. Gut. Soodly. Ich will eigentlich hier rüber. Versuchen wir mal hier rüber. Komm. Ich hämmere hier auf die Taste. Auch so ein Riesenviech. Ich möchte einfach nur nicht kämpfen. Egal, ob ich es jetzt schaffen würde oder nicht. Das schaffe ich so auch. Vor, du hättest den Einschlag des Meteors mit eigenen Augen sehen können. Das wäre ein kurzer Schauspiel. Stimmt. Aber was für eins. Ja, wäre schon interessant gewesen, mit Sicherheit, würde ich mal sagen. Ja, ja.
Ja, hätte mir auch gefallen. Hätte so richtig Kabim gemacht. Kabum und Kabim. Bedrohlicher Ort. Vorsicht, du wirst angegriffen. Ja, hier muss es irgendwo liegen. Das Zeug. Hallo. Noch irgendeiner? Das sind ja mehrere. So. Wo liegt das jetzt? Vielleicht hier hoch. Elixit, Energiezellen. Das ist immer noch nett. Schwefelbrocken. Spielzeugdino. Elektroschrot. Ah, das Uranium. Sehr schön. Wegen der Elektroteile. Ja. Ich habe etwas von dem Spezialmetall Gaurudium. Ein erstaunliches Element, nicht wahr? Nicht so interessant wie das Elex. Aha, einen Moment. Verrate mir, ob du jemals abhängig warst. Und wie ich da antworten werde, werde ich in der nächsten Folge haben und wissen. Bei Fashion dranbleiben.